Herzlich willkommen zurück zu The Adventures of Willy Beamig. Ich bin euer Jojin und wir haben ein kleines Problem. In meiner deutschen Version, keine Ahnung, stimmt irgendwas an der einen Stelle nicht, wenn der Wettbewerb gewinnen soll, kam ja diese Cutscene, ihr habt das im letzten Video gesehen, von dem Vortag, wo das Vorstellungsgespräch vom Vater gewesen ist in der Firma. Und das sollte an der Stelle natürlich gar nicht kommen, da hatte ich mich ja schon gewundert. Da hängt sich auch das Spiel auf, ich habe dann neu geladen, den ganzen Tag nochmal gespielt, einen Vortag gespielt und habe dann ein bisschen rumgetestet. Auf jeden Fall, manchmal beendet nach der Cutscene, kommt man wieder ins Haus und kann dann wieder zurück dahin, passiert wieder dasselbe genau im Endeffekt, was man schon erlebt hat, also da stimmt irgendwas nicht da irgendwie an der Stelle. Und dann ist es sogar so, dass manchmal die Zeit so spät ist, dass er dann im Haus wieder steht und dann sagt, ja, du hast leider den Wettbewerb verpasst und bist da nicht hingegangen, Game Over. Das löse ich jetzt anders. Und zwar kann man einfach die deutschen Speicherstände in die englische Version mit reinnehmen. Und wir sind also jetzt hier auf der englischen Version. Und dann zeige ich euch die eigentliche Cutscene, die da kommen sollte. Das kennen wir ja hier, was hier so passiert. Ne? Zack. Und wie gesagt, wenn man ihm direkt auch die Mücken gibt, war das Problem gewesen, dass er sagt, das ist zu offensichtlich, sollte man ein bisschen anders machen. Also man stellt die daneben, dann frisst er die auch. Lecker! Und genau wie unser Horny, der immer horny ist, wird der auch total müde davon. Das kennen wir ja aus dem Park. Und gehen wir mal unseren Zettel ab. Also alles gewohnt. Dann können wir hier noch ein bisschen quatschen. Dirk. Und dann geht's auch schon los. Das kennen wir. Ganz normal Gespräch. Danach springen sie sich ja alle in die Arme, die Frösche. Genau. Und nachdem die sich wieder Glück wünscht, kommt nämlich diese Cutscene und die fehlt. Und stattdessen kam bei uns ja inzwischen oder währenddessen oder dergleichen und dann waren wir auf einmal beim Vortag gewesen. On your marks, get set. Peng! Und dann schießt er ihm die Haare weg. Das war knapp. Go! Also diese Cutscene fehlt uns. Und dann konnte ich halt auch speichern, ohne Probleme. Und wie gesagt, man kann die zwischen deutschen und englischen Versionen hin und her spielen. Das müsste eigentlich kommen, anstatt diese Cutscene davor. Und dann zeige ich euch gerade mal kurz. CD. CD. Willy T. Hups. Willy T. Und Willy. Here we go. Also zappen wir uns wieder in die deutsche Version im Endeffekt. Hab den Speicherstand natürlich dahin genommen. Hab also gespeichert an der Stelle direkt nach diesem, wo der seinen Schuss abgegeben hat. Zack. Da waren wir am Testen. Wetthüpfen. Auch mal ein paar Speicherstände rausgenommen. Und ihr seht jetzt, hier ist eine Art Minigame. Er schläft schon ein. Ihr seht das in der zweiten Reihe. Zack. Und damit gewinnt der Willy. Oh. Und da kommt die Gigi, oder wie hieß sie? Macht da nochmal einen schönen Dance. Wuhu. Ja, warum das an der Stelle nicht klappt, keine Ahnung. Kann mich auch nicht entsinnen, dass das früher so gewesen ist. Ich hab einen. Ich hoffe, dass da nicht nochmal Probleme irgendwann kommen. Dort drüben. Schnappt sie, bevor sie uns entwischen. In den Sack mit dem Kerl. Ich hab sie. Ich krieg sie nicht. Also, die schnappen sich die ganzen Frösche. Und wo will unser Horny Win? Er rennt in die Tootsweet-Fabrik rein. So. Und wir machen da mal Fabrik. Herzlich willkommen bei Tootsweet. Bitte tragen Sie sich ins Besucherbuch ein. So, und jetzt ist es quasi bleibt wieder, weil da habe ich natürlich nicht weitergespielt. Aber ich kann mich nach so vielen Jahren, 28 Jahren sowieso nicht daran erinnern, was da jetzt noch kommt. Ich war heute Morgen ganz schön überrascht, als ich die Reporter vor meinem Haus sah. Das sind doch nichts als Aasgeier. Werfen Sie denen einen Knochen hin und die hauen ab.
Alle regen sich fürchterlich über den Streik der Klempner auf. Ich denke, Tootsweet sollte vermitteln. Wissen Sie? Als Schlichter einschreiten, bevor diese Sache sich zu einer schweren Krise ausweitet. Sie werden nicht fürs Denken bezahlt. Außerdem, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Finanziell meine ich. Was passiert, wenn die Schlammanlagen tatsächlich dicht machen? Was, wenn sich der Schlamm ansammelt? Wo soll das Zeug denn hin? Was werden wir denn den Leuten sagen? Tja, da überlegt ihr mal was. Das ist ihr Problem. Sagen sie denen, was immer die hören wollen. Auch wenn es nicht stimmt. Aber in der ganzen Stadt sind die Waschbecken und Toiletten verstopft. Die Kanäle fangen an überzulaufen. Wir werden kein Tootsweet mehr produzieren können. Was ist denn los, Gordon? Fangen Sie schon an, weich zu werden? Ihre triefenden, herzblutende Haltung fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Ich dachte, Sie wären ein gerissener Hund. Ich dachte, Sie würden für alles einen Weg finden. Was soll ich denn machen? Soll ich den guten Leuten von Frampton erzählen, alles sei in Butter, während Ihre Stadt gerade in Schlamm versinkt? Erwarten Sie von mir, dass ich meine Freunde anlüge? Meine Nachbarn? Meine eigene Familie? Natürlich. Darum geht's doch bei Öffentlichkeitsarbeit, oder? Okay. Erwischt. Suchst du jemand? Ja, ich suche meinen Frosch. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Ich stelle dir die Fragen. Was hast denn dir dabei gedacht, eine private Unterhaltung mit anzuhören? Ich dachte, ich hätte meinen Vater da drin gehört. Ach nee, und ich bin der Weihnachtsmann. Du kommst mit mir. Hättest auch sagen können hier, dass er da arbeitet. Ich hab dich schon einmal gefragt und jetzt frage ich dich nochmal. Warum bist du hier eingedrungen? Ich sage aber die Wahrheit. Mein Frosch ist nach dem Wettbewerb hier in die Lobby gesprungen. Bitte helfen Sie mir, ihn zu finden. Er wird sich sicher fürchten. Name? Horny. Vorname? Ja, das war ja so klar. Hier spricht die Sicherheitskontrolle. Hier ist Frau Humford. Ich will selbst den letzten Frosch einfangen und zu mir in die Villa gebracht haben. Jawohl, Frau Humford. Da. Er sieht den Horny. Guck, dort ist er. Oh, gefangen. Der Arme. Wir haben soeben den letzten eingefangen. Ich schicke sie sofort rüber, gnädige Frau. Puh, Horny steckt ganz schön in der Tinte. Ich muss Horny retten. Unbefugtes Eindringen, unerlaubtes Mithören. Lass mal sehen, in Paragraph 344.131 Absatz C der Stadtverordnung von Frampton steht, dass wir diesen Vorfall an die Behörden weitergeben müssen. Lassen Sie mich jetzt bitte hier raus. Was ist denn los, Kleiner? Steht sonst noch was Wichtiges auf deinem Terminkalender? Erstmal müssen wir das Formular D12 in dreifacher Ausfertigung ausfüllen und dann müssen wir deine Identität überprüfen und dann, oh je, Formular D12, das ist ja wie bei Asterix, erobert Rom, also war es auch in diesem Irrenhaus da, wo sie immer weiter ein neues Formular für dafür mussten und immer weiter wohin geschickt werden. Bitte, bevor es zu spät ist. Na, der Spaß fängt doch gerade erst an. Ich glaube, ich werde mal die Polizei anrufen müssen. So, bevor wir jetzt hier irgendwas falsch machen, machen wir nochmal unseren Test und schauen, dass wir hier irgendwas machen können. Jetzt geht es bestimmt wieder auf Zeit. Time is running. Direkt raus wird wohl kaum gehen. Wieso atmet der so schwer? Und wo denkst du denn, dass du hingehst, junger Mann? Komm sofort wieder hierher zurück. Was haben wir denn bei uns? Wirf den Ninja-Stern ihm in... Zack! Okay, geht nicht. Lass alle Mücken los. Yay, das klappt sogar. Cooles Ding. Muss unbedingt einen Kammerjäger rufen. Ich hasse diese Dinger. Da! Hab schon eine. Also Fliegen, nicht Mücken. Können wir jetzt einfach abdackeln? Können wir hier noch was holen? Okay, das geht nicht. Igitt! Ich hasse Insekten. Jetzt reicht's. Ich nehme dich mit in die Stadt. Ich glaube, das war falsch. Junger Mann, ich werde die Beschwerden gegen dich fallen lassen. Vorausgesetzt, deine Eltern kümmern sich darum, dass du für den Rest des Sommers das Haus nicht verlässt. Oh, Game Over. Also ich habe jetzt das nicht aufgemacht, das Wiederherstellen. Das ist von alleine aufgegangen. Das war dann wohl schon der Game Over Screen. So, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber wir testen mal alles besser aus.
Hypnose. Wähle einen hypnotischen Satz. Ach du je. Promulgans Psimnisbit, keine Ahnung. Wubba wubba grum hoba kula. Von den blauen Bergen kommen wir. Ich bin kein Gauner. Das klingt gut. Ich bin kein Gauner, oder? Genau, ich bin dein Freund. Was? Du willst mich wohl verschaukeln, Kleiner. Jetzt habe ich aber genug von diesem Affentanz. Das kannst du dem Richter erzählen. Das hat nicht geklappt. Aber vielleicht klappt das sogar. Das war gar nicht so schlecht, ne? Das war gar nicht so schlecht. Hypnose sah gut aus. Aber das mit den Mücken war vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht müssen wir beides machen. Oder willst du diesen tollen Lottoschein haben? Eine leckere Slam Dunk Cola. Hier ist Rauchen verboten. Sinnlos, ne? Willst du eine Runde daddeln? Hast du was zu tun auf der Arbeit? Okay, das war alles. Ich glaube, wir versuchen das nochmal damit, ne? Oder kann ich hier, nachdem ich das gemacht habe, irgendwas machen? Ich hoffe, dass ich nicht irgendwo einen Gegenstand vergessen habe und da unbedingt noch hin muss. Außerhalb. Und hätte nicht vorher hier den Wettbewerb machen müssen, dürfen. Das gibt es ja auch manchmal. Also vielleicht muss ich da auch schnell sein. Nee, das klappt nicht. Da hat er mich direkt. Wir versuchen das mal ganz schnell. Und dann direkt rausrennen. So ähnlich wie beim... Wie bei der Gang. Da war das ja genauso. Schnell hier schon den Cursor hin. Zack. Ne, der kommt direkt. Der kommt direkt. Okay. Das funktioniert nicht. Also vermute ich, dass wir ihnen das Richtige sagen müssen zum... Zur Hypnose. Ja, aber was? Was ergibt denn da Sinn? Ich bin kein Gauner, war doch eigentlich ganz gut. Freie Würstchen zum Bier. Oh Gott, ich hatte Latein, ja, aber oh mein Gott, das ist ewig hier, keine Ahnung. Freie Würstchen zum Bier? Okay, das ist wohl falsch. Wohl, warte mal lieber einen Moment. Nee. Ja, machen wir es per Trial and Error, wir werden schon rausfinden. Ich nehme jetzt mal die beiden Lateinischen, weil ich glaube... Oh, das ist was ganz anderes. Nehmen wir das hier. Oder davon stimmt nichts. Das wäre natürlich noch schlimmer. Oder habe ich hier einen Gegenstand übersehen, den ich noch irgendwie nutzen kann? Die Waffe da zum Beispiel. Komm, bevor jetzt zu viel Zeit rum ist. Vielleicht, auch wenn er die Sprache nicht kann, tut sein Unterbewusstsein das akzeptieren. Was wissen wir denn über ihn? Wir wissen, dass er Insekten nicht mag, aber wir haben ja keinerlei Insektengedöns als Satz gehabt. Wartet doch, es gibt noch mehr. Es ergibt alles kein... Ich bin kein Gauner, aber eigentlich das, was mir am meisten irgendwie... dieses Produkts keine sichere Alternative zu geretten. Wartet doch, es gibt noch mehr.
Nö. Brr, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Aber da ich nicht realisiere, was davon sinnvoll ist, machen wir es per Try and Error. Es tut mir leid für euch, dass das hier nicht flüssiger geht, aber wie gesagt, wenn ich nach Sinn suche, wäre das, ich bin kein Gauner natürlich. Oder Moment mal, kann man hier irgendwas rückwärts lesen? Fanya, Ar, Parp, Abuff, nee. Etz, nee, das ist Blödsinn, Point Click. Apum, Aplu, nee. Alala. Das ergibt keinen Sinn. Hut ik kem. Tja, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir sind gleich ja durch. Sind ja gleich durch. Haben wir gleich alle. Und dann stellt sich heraus, dass das Falsche war und wir hätten doch irgendwie. Ah, was ist denn, wenn wir. Können wir mal kurz ausprobieren. Was ist denn, wenn ich das mache und dann die Hypnose? Weil er dann schon so verwirrt ist. Könnte das sein? Muss erstmal wieder aufstehen, vielleicht. Komm her. Wo ist er? Oder gibt es jetzt hier irgendwas zu tun? Während er auf dem Boden liegt, hat sich dann jetzt hier was geändert. Passiert gar nichts. Vielleicht jetzt ein Ninja-Stern hinterher, während er da liegt. Moment. Jetzt schickt er mich in die Stadt. Okay, also man hat da einige Zeit, aber ich übersehe etwas. Was übersehe ich? Irgendwas übersehe ich. Vielleicht sollte ich ja auch alles mal mit der anschauen gleich. So, wir gehen jetzt eins nach dem anderen durch, weil ich keine Ahnung habe, was es sein kann. Das hatten wir. Machen wir Point and Click. Warum immer? Nö, das ist es nicht. Langweilig. Das hasse ich, ne? Wenn man nicht weiterkommt bei sowas. Sesam, öffne dich. Ja, natürlich. Also wahrscheinlich ist das so ein Blödsinn und funktioniert sowieso nicht. Deswegen steht da auch noch irgend so ein Mumpitz. Von den blauen Bergen kommen wir. Ja, natürlich. Das macht keinerlei Spaß. Und euch sehr wahrscheinlich auch nicht. Umpa Lumpa, je. Natürlich. Da hast du den Umpa Lumpa, je. Man hat auch keine Zeit, während der Hypnose irgendwie gleichzeitig nochmal irgendwie ins Inventory oder so. Dann würde es ja noch irgendwie Sinn ergeben, dass ich da dann schnell nochmal die irgendwie anwende. Aber das geht ja nicht. Falalalala. Ne, wir können da nicht rein. Egal, was ich mache. Klappt nicht. Wehe, ich brauche irgendwie noch einen anderen Gegenstand, den ich nicht habe. Das wäre jetzt richtig fatal.
Naja, über die Hälfte haben wir schon. Jetzt ziehen wir auch noch den Rest durch. Oder kann ich hier noch was mehr kombinieren? Nö, nicht wirklich. Grons, Grons. Kleine Schweinchen, Grons, Grons. Nee, ich will dich nicht verschaukeln. Ich will einfach nur aus dieser blöden Situation raus. Wubba, wubba, Bram, Pirner. Gibt's hier irgendeinen Hinweis da drauf? Nee, ne? Gibt auch keinerlei Hinweis. Vielleicht muss ich auch irgendwas anderes machen. Also es war ja gar nicht so schlecht, die Idee vorher mit den Fliegen und dann. Aber das ging ja nicht. Hupa, cooler Armageddon oder sowas? Wie zum Teufel sollte ich auf sowas kommen? Das ergibt für mich nicht den geringsten Sinn. Okay, kann ich die jetzt noch zusätzlich da drauf pfeffern? Nein. Hä? Hey, hast du gedacht, dass du mich schnell übers Ohr hauen kannst? Was, Kleiner? Da musst du ein bisschen früher aufstehen, um Barney Banger dran zu kriegen. Ich nehme dich jetzt mit in die Stadt. Okay, das war aber viel besser. Das war viel besser. Okay, dann wissen wir, dass das mit der Hypnose auf jeden Fall funktioniert. Aber wie zum Teufel sollten wir da drauf kommen? Ist keinerlei Hinweis oder habe ich hier irgendwo was übersehen? Agamemnon, das war doch da dieser Feldherr gewesen, der ganz Griechenland erobern wollte, ne? Apo, rückwärts ist auch Blödsinn. Okay, auf jeden Fall Hupakoila Agamemnon. Und jetzt vielleicht irgendwas. Oder schnell abhauen. Ah ja, okay, schnell abhauen. Doofes Rätsel. Glückwunsch, junger Mann. Du gewinnst den ersten Preis. Hier ist der Scheck über 25.000 Dollar. Und ein brandneuer Yamazaki Jetski wartet unten bei Dumpling Floss auf dich. Wahnsinn. Vielleicht brauchen wir den noch, um irgendwie abzudackeln. Ich hole mir mein Geld später. Ich muss Horny retten. Und das ist noch nicht alles. Du wirst auch einen Jahresbedarf von dem neuen Diät Slam Dunk Cola und ein Tootsweet T-Shirt im Wert von 12 Dollar bekommen. 11,95, 12. Ich runde auf. Okay, vergiss es nicht später zu holen. Wir brauchen 2500 von den Ocken. So, ich bin einfach nur heilfroh, diese bescheuerte Sequenz geschafft zu haben. Endlich. Ja, und wie es hier weitergeht, zeige ich euch beim nächsten Mal. Bis demnächst, euer Chojin.